Shy away, der Deck ist jetzt low. Shy away, meine sehr verehrten Damen und Herren. Cringe und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, Refolded ist eine Fanmod, die diesem ganzen Paper Mario Genre wieder Charakter geben, so wie es Paper Mario 1 und 2 noch hatten. Und später war es ja einfach nur noch... Darüber reden wir nicht. Und wir haben beim letzten Mal einen Strohhalm gefunden im Shogunland. Und dieser Typ hier, der möchte wie seine Kollegen hier im Wasser tauchen. Und deswegen hat er richtig Bock, einen Strohhalm von uns zu bekommen. Oh ja, und wir waren auch Samus. So, er bekommt jetzt diesen Strohhalm. Und mal gucken, wie es dann hier auch weitergeht. Vortrefflich. Das ist schon perfekt. Fast so, als wäre diese Röhre extra fürs Ninjutsu gemacht. Ich schlage einen Handel vor. Eure Röhre zum Lufthöhlen für meine Wurfsterne. Ja, warum denn nicht? Ah, danke. Hier, habt ihr meine Wurfsterne. Ich brauche sie nicht mehr, weil ich kann ja jetzt tauchen. Er ist ein Ninja und gibt seine Wurfsterne her. Ich weiß nicht, ob das so die schlauste Idee ist. Aber ey, warum nicht? Wir taken sie. Was wir damit machen müssen, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich dann an der Stelle... Oh, bitte seht mich nicht. No Ray. Oh mein Gott. Okay, das sind neue Gegner, die beim letzten Mal introduced werden. Geisteskrank stark und die können sich einfach, wenn ihr sie mit dem Hammer trefft, in Holz verwandeln und machen euch dann Schaden, anstatt ihr den. Mega der Scam. Schaut auf jeden Fall die letzte Folge an, das war geisteskrank. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wurfstern-Dojo, Eingang hier. Das klingt mit dem, vor allen Dingen mit dem Wurfstern. Ach ja, wir haben ja keine Stimmen mehr. Eigentlich ganz gut. Da hängt ein Toad. Mama, der Toad vom Wurfstern-Dojo ist wieder da. Ist irgendwas passiert, dass sie plötzlich die Augen geöffnet hat? Mama! Keine Ahnung. Doch, stimmt, den haben wir beim letzten Mal in diesem komplett versteckten Mitarbeiterraum gefunden. Hey, na, wie geht's? Oh, hallo, Mario. Ich wollte ja meinen Wurfstern-Dojo wieder öffnen, aber jemand hat meine Wurfsterne einfach geklaut. Jo, wir haben welche. Willst du die vielleicht? Baba! Danke, Mario. Ey, das ist ja mega nett von dir. Jetzt hättest du vielleicht, Lust, eine Runde zu spielen? Können wir noch mal von vorne anfangen? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Im Wurfstern-Dojo kann man mit Wurfsterne Ziele abwerfen. Das macht auch irgendwo Sinn. Baba! Wenn man den Normalmodus schafft, gewinnt man einen Baseball mit Autogramm. Signiert von einem echten Promisportler. Das ist mir eigentlich egal, aber die Knochen trocken. Die werfen die ganze Zeit mit einem Knochen und die wollen einen Ball haben, um besser spielen zu können. Dann kriegen wir einen Knochen und ich bin mir sicher, mit dem Knochen können wir noch irgendwas anderes traden. Traden, Guys, traden ist wichtig. Wer hat den unterschrieben, den Ball? Das würde mich jetzt schon interessieren. Oh, das klingt nach so viel Spaß. Sass, können wir das nicht mal ausprobieren, Mario? Ja, aber natürlich. Weil ihr geholfen habt, lasst ihr euch halt umsonst trainieren. So, also komm, mach jetzt einfach. Baba! Bo, 500 Cash. Oh, aber wir haben, Guys, wir sind ja im Besitz des Promi-Tickets. Und die Profis sind wir. Okay. Einfach verschluckt. Brauchst du exakt 21 Punkte. Okay, wenn wir zu viel haben, können wir sie auch wieder runter minusen. Ihr seht das nicht, ich sitze straight up davor. Wir haben exakt 21. Dafür habe ich doch mal extra Preis verdient. Ich musste kein einziges Minus treffen. Glückwunsch, du hast geschafft. Hier ist dein Preis. Baba, ein Baseball, der von mir signiert wurde. Weil ich bin ja, also früher, da war ich mal fast Profi-Amateur. Auf jeden Fall, Baba! Strong. Nehme ich trotzdem gerne an. Das ist die Unterschrift. Die sieht auch weird aus, weil die so dreidimensional ist. Wer unterschreibt denn mit einem 3D-Stift? Aber nun gut, nehmen wir mit. Und jetzt gehen wir zu den Knochen trocken und traden gegen den Knochen. Ich wünschte, wir hätten noch etwas Besseres, zum Beispiel als dieser Knochen. Ich habe einen grandiosen Baseball für euch. Er spielt mit einem ultra krassen Autogramm. Das ist geisteskrank. Boah, mit so einem Ball können wir spielen. Möchtest du ihn gegen diesen Knochen tauschen? Viel Spaß mit dem Knochen. Danke, ich habe keine Ahnung, für was wir den brauchen. Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Ah, da kriegt man ja Angst. Wie kann etwas, das so rund und niedlich ist, einem so einen Schrecken einjagen? Ich leg da jetzt den Knochen rein. Katharinchen, ja, stronger Name. Ich hoffe... Let's go easy. By the way, der gelbe Toad hat über einen mysteriösen grünen Typen geredet, der in ein Ninja-Haus rein ist. Das klang auf jeden Fall cursed. Aber, keine Ahnung, was das jetzt... Ob das wichtig für die Story ist oder nicht, aber... What? Das ist ein KP Max Plus.
Plus 10 oder plus 20? Gibt's plus 20 überhaupt? Das ist ein KP Max plus 20. Das heißt, wir haben 20 mehr Leben und sind jetzt und machen auch noch mit auch normalen Standardangriffen viel mehr Schaden. Oh mein Gott, wir sind durch. Wir steppen da rein. Das ist das Ninja-Haus. Ich weiß nicht, ob wir da rein müssen, aber wir gehen da rein. Das sieht interesting aus. Willkommen im Haus der Heimtücke. Hier erwarten Sie ein Ninja-Erlebnis der Extraklasse. Ganz genau, gleich hier im Haus der Heimstücke. Gelingt es Ihnen, unbeschadet zu entkommen oder tappen Sie in die Falle? Finden Sie es heraus im Haus der Heimtücke. Was? Ein Haus voller Fallen? Und sagt er unbeschadet, heißt das, dass einem da drin was passieren kann? Das klingt ja alles richtig genial. Rätsel lösen, Fallen ausweichen und schleichen wie ein echter Ninja? Da habe ich ultra Bock drauf, Mario. Wir müssen da sofort rein. Und Bobby, du siehst schon aus wie ein richtiger Ninja. Du kommst diesmal mit, oder? Ach, ich weiß nicht, Tantchen. Vor Fallen, Tricks und Ninjas in einer schlecht betreuten Bude habe ich ja keine Angst. Aber diese ganze Sache ist doch eher was für, naja, Kinder. Da fühle ich mich etwas zu erwachsen für. Ach, jetzt sei doch nicht so. Das wird bestimmt eine richtig krasse Erinnerung für dich, Bobby. Ey, wie wir da so überrascht wurden von der Werbung. Wie cool. Oh, da kann man Jump'n'Run-mäßig hoch. Da ist auch ein Toad. Moin, was geht? Baba, ich bin Toad. Dankeschön. Die Wurfsterne auf dem Schild sollten sich bewegen. Ich hoffe, mit der Technik ist alles in Ordnung. Ich weiß es nicht. Hier ist einfach ein versteckter Block. Random 1000 Coins, alles klärchen. Shake ich mit zum Frühstück immer gerne. Ihr wisst doch Bescheid, wie der Hase läuft. Da hinten gibt es auch was. Das sehe ich wahrscheinlich, kommen wir dann über das Dach. Ach, keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich warte einfach mal hier draußen. Was, bist du dir ganz sicher? Ich werde dich so hardcore vermissen. Bis später dann. Ja, bis später, Bobby. Seid gegrüßt, Ninja-Lehrlinge. Macht euch bereit für einen unerbittlichen Test eurer Ninja-Techniken. Diesem tödlichen Labyrinth entkommt ihr nur durch meisterhafte Anwendung des Pilz-Ninjutsu. Euer Ninja-Rang entscheidet sich danach, wie viele der versteckten Ninja ihr auf dem Weg findet. Würde es euch gelingen, den höchsten Rang zu erreichen, findet ihr alle Ninja, winkt ein toller Preis hier im Haus der Heimtücke. Oh, Wahnsinn, das ist ja alles so aufregend. Falls du da drin nicht mehr weiter warst, drück einfach X, ich helfe dir dann, Mario. So bestehen wir dann den Test. Dann bin ich ein wahrer Ninja. Die Prüfung im Haus der Heimtücke beginnt. Okay, ich bin mega gehypt, was uns jetzt hier erwartet. Sieht auf jeden Fall interesting aus. Super, das schaffen wir locker. Und los. Let's go. Der hat doch jeder aus 500 Meter gesehen. Ah, und das sind die Toads, die Ninja-Toads hier finden müssen. Alles klar. Und wenn wir alle davon finden, gibt's einen krassen Rang. Das sieht sehr sus hier aus. Ey, Guys, erinnert mich dran, euch ein bisschen Ninja-Musik unterzulegen. Also, erinnert mich nicht dran. Noch ein Toad, let's go. Muss ich den rausziehen? Ja, okay. Da hinten hat sich was bewegt, alles klar. Öffnen. Toad. Okay, interesting. Achso, da kamen wir her. Lost. Da gibt's nochmal einen Toad für, okay. Da gibt's auch einen Toad für. Ich dachte, der macht das hier weg. Ah, das müssen wir selber wegmachen. Okay, aber gibt's hier noch was? Ja. Wir sind so gut. Alles klar. Damn, sind die schnell. What? Wir müssen, glaube ich, gegen ganz viele hier kämpfen. Machen die gut Damage? Ich weiß es nicht. Ah, die sind einfach anzuordnen. Das schaffen wir easy. Wir nehmen die erste Reihe. Komm, mal schnell ein bisschen. Oh, hier ist der Ring grün. War das schon immer so? Das sieht auf jeden Fall anders aus. Hier, zack. Gar kein Stress. Wir sind ja jetzt auch stärker. Das können wir direkt mal mit unseren Superstiefeln testen. Und mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ich habe das Gefühl, wir machen richtig Damage. Ja, 16 für Sprünge. Warum überlebt der Erste und die anderen... warum überlebt der Erste nicht und die anderen drei? Wir haben doch genau gleich viel Damage gemacht. Das war Cursed. Was macht er? Okay. Das kriege ich geblockt. Warum waren das so viele? Hä? Ich dachte nur drei Leben. Die machen aber gut Damage. Ja, easy. Gar keinen Stress. Dann nehmen wir unseren Supersprung und welche mit euch. Oh mein Gott, waren das viele. Scharenschlacht.
Ja, let's go dann. Also ich find's actually unfair, dass sie schneller rennen können als ich jetzt. Aber I mean, von mir aus, was müssen wir eigentlich machen? Gibt's hier was? Da gibt's was zum Ziehen hier, das habe ich genau gesehen. Es ist ja so ein Scam. Na, ach nee, da sind noch mehr. Jo, wie viele? Übertreib doch nicht. Ja, lol. Jo, warum nicht da mal reingucken? Ich hätte das Safe nicht gefunden. Okay, was gibt's hier? Okay, sag halt gar nichts. Entschuldigung, dass ich dich befreit habe. Da ist noch einer eingeklemmt, aber ich sitze davor. Wow, ich kann mich gar nicht bewegen. Hilfe, bitte, hör mich doch irgendwer. Wenn möglich, Mario, rette mich doch. Das ist ja Luigi. Ich hatte gehofft, dass er den Schlüssel gefunden hat, aber stattdessen ist er unter die Räder gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sollten ihn wohl irgendwie retten, aber wie genau? Mit ganz viel Schnipselgedöns hier rein vielleicht. Ist nur so eine spontane Idee. Nein, das hat's nicht gebracht. Wir müssen das bestimmt auch noch aktivieren, oder? Ja, guck mal da unten. Und das geht dahin auf die Übersetzung und dann... Ich habe keine Ahnung, wie genau es funktioniert. Egal. Jetzt nochmal schön da rein. Oh, ey, das muss so wehtun. Ja, eigentlich seid ihr tot, ja? Aber Luigi hängt da schon wahrscheinlich Ewigkeit drin. Der hat sich schon an den Tod gewöhnt. Der ist schon so lange da drin. Der hat ja schon Falten gekriegt. Es tut mir so leid. Ich finde diesen Humor... Ich hab halt diesen komplett unlustigen, dummen Humor. Lass mich doch einfach. Du hast mich gerettet. Danke, Bruderherz. Du bist ja allerbeste. Und genau zur rechten Zeit. Ich habe hier eine wunderbare Überraschung für dich. Den Pilzpalastschlüssel. Ich habe ihn endlich gefunden. Luigi ist nicht der Beste im Lesen, oder? Das ist der Shogunland-Schlüssel. Du glaubst gar nicht, was man alles in diesem verrückten Freizeitpark passieren kann. Ich wollte umkehren und, um dich zu finden, aber dann habe ich dieser grässliche Kettenhund fast die Mütze vom Kopf gefressen. Und als ich nach Hause gelaufen bin, habe ich mich verstecken wollen und dann, ja, bam, war ich hier irgendwie drin. Ist gar nicht gut. Tja, war ein harter Tag für mein Gesicht, aber ich habe dir den Schlüssel gegeben. Ach, du liebe Zeit. Wie sagen wir es ihm? Danke für deinen Einsatz, Luigi. Wir haben diesen Schlüssel total gebraucht. Und wir wissen das auch super zu schätzen. Aber das ist nicht der Pilzpalastschlüssel. Das ist der Generalschlüssel für diesen Park. Was? Aber der hat doch so an der Wand gehangen. Das wäre wirklich wichtig. Er sah so sehr nach dem richtigen Schlüssel aus. Na gut, dann lasse ich mich nicht ermutigen. Ich suche den echten Pilzpalastschlüssel. Danke, Bruder Herz. Bis später, Olivia. Joa, aber trotzdem danke, Luigi, weil den Schlüssel brauchen wir, um in dieses große Tor reinzukommen. Also so bad war das gar nicht, dass er uns den gebracht hat. Dann lasse er uns doch weiter steppen. Oh, nicht schon wieder so ein Raum. Ich will gar nicht an die... Da ist was. Block? Ein Block. LOL! Ein Stärkerarmer für knallharte Angriffe aus der Ferne. Ein Glitzerwurfhammer? Ich wusste legit nicht, dass es hier, Glitzer-Items gibt. Ich glaube, wir müssen nach da hinten. Okay, we did it. Jetzt auf einmal leider... Oh, und wieder so ein Dude. Okay. Komm ich da durch? Ich habe so Angst vor allem jetzt einfach. Es geht scheinbar oben weiter. No way, ich muss gleich wieder kämpfen. Wir haben immerhin alles hier erreicht. Ja, woher hätte ich den sehen sollen? Der kam out of nowhere. Okay, Geist, aber der Hammer ist insane. Der Hammer macht das gleiche wie der Bebenhammer, nur eben ein bisschen kleiner und nicht direkt vor uns, sondern in der nächsten Reihe hinter uns. Das ist ja insane. Hier gibt es noch eine Kiste, ja, auch nur mit einem Toad drin. Da mussten wir hier so unsichtbare Blöcke aktivieren. War jetzt nicht die Welt. Wenn ich jetzt hier droppe, dann komme ich da raus und wir können hier durch. Okay. Da ist doch bestimmt auch nochmal... Ja, let's go. Wichtig. Ein Speicherblock, das macht mir richtig Angst. Das hier war auch sus. Alles klar, okay. Da war so ein Brett im Boden, das war viel, viel tiefer gelegt als alles andere. Okay, das kriege ich hin. Einfach Luigi als Schatzmini? Weird, aber cool, I guess. Er haut mich einfach. Wie random, ich liebe es. Okay, steppen wir nach oben. Ich habe Angst, weil der Speicherblock verheißt nichts Gutes. Oh Gott.
For real, eine Scharenschlacht? Der Kampf war maximal heavy. Damn, weil der hatte so 100.000 Phasen. Ich dachte, jetzt ist fertig und dann kamen noch mal Gegner. Und die machen so ultra Damage. Was muss ich machen? Ich muss irgendwas finden. Zum Wegziehen, wenn ich es richtig gemerkt habe. Vielleicht muss ich auch nur ihn wegziehen, ja. Oh nein, der mag das nicht. Der mag das ganz und gar nicht. Oh nee. Oh nee. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ich heule so laut. Ey, das ist alles so stressig. Ich bin seit 55 Minuten in dieser Aufnahme jetzt schon wieder. Glückwunsch, ihr habt das perfide Haus der Heimtücke überlebt. Damit habt ihr nun die Kunst des Pilz-Ninjutsus vollständig gemeistert. Und nun an seid ihr wahre Ninjas. Wuhu, wir haben es geschafft und das ganz ohne Hilfe. Echt toll, Mario, dass du mit diesen Tricks so fertig geworden bist. Ich bin total außer Atem, weil der Kampf gerade mega stressig war. Deswegen kann ich auch nicht so viel sagen. Aber du bist jetzt ein richtiger Ninja-Meister. Du hast 19 Ninjas gefunden. Das ist schon eine ganze Menge. Dein Ninjutsu ist beeindruckend. Hiermit erkläre ich dich zum Ninja-Novizen. Diese Belohnung soll dir gehören. Wir haben alle gefunden. Haben wir nicht? Ich weiß es nicht. Es ist mir egal. Ich bin vollends zufrieden mit unserer Leistung. Ich habe es überlebt, okay? Oh, es speichert. Das ist aber lieb. Und hier ist dann der Ausgang. Wir sind durch für heute. Nee? Hey, habt ihr ihn gerade verpasst? Der Typ in Grün, nach dem wir gesucht haben, kam gerade herausgerannt. Meint ihr, dass es ein frisch gebackener Ninja ist? In diesen grünen Sachen kann er sich aber bestimmt nicht gut verstecken. Eigentlich gar nicht so schlecht, dass Luigi in den Zahnrädern festgesteckt hat. So haben wir den Generalschlüssel zum Park gefunden. Hört ihr mich überhaupt an? Bin ich etwa unsichtbar? Dabei habe ich noch nicht mal an diesem Ninja-Training teilgenommen. Wir sollten wohl jetzt zum Palasttor aufschließen, sage ich. Einfach mal, falls mich doch jemand hört. Ja, und das machen wir beim nächsten Mal. Guys, checkt dieses Video ab. Da stelle ich euch richtig geile Gaming-Fakten vor. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.